Also wir werden manchmal so ein bisschen von den Hardcore-Ornithologen ein bisschen verspottet, von wegen, ah ja, ihr mit euren Indianer-Freizeiten, das hat ja keinen Wert. Doch, es hat tatsächlich Wert. Also das kann auch der Einstieg in ein Interesse am Vogel- und Umweltschutz sein. Auch wenn man es erstmal vielleicht nicht so wahrnimmt, wenn man erstmal sich nur freut, dass man da coole Leute trifft und klettern geht, kann das tatsächlich einen doch dazu führen, dass man sich am Ende für Vogel- und Naturschutz interessiert. Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt, Pressereferentin im LBV und gemeinsam sind wir auch dieses Mal wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Wie begeistert man junge Menschen für die Natur und den Artenschutz? Das sagt uns diesmal Maggie Drexler. Sie ist langjährige Aktive in der NAJU, das ist die Jugendorganisation des LBV. Wir sprechen über die zahlreichen Veranstaltungen der Naturschutzjugend, das Engagement vieler Jugendliche in den verschiedenen NAJU-Arbeitskreisen und über den eigenen NAJU-Podcast Biotopcast. Von Maggie erfährt man auch, wie ein Kletterseminar und eine vergessene Regenjacke die Faszination für unsere Vogelwelt auslösen können. Seid also gespannt und ich wünsche viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hallo Maggie, schön, dass du heute mein Gast bist im Podcast Ausgeflogen. Wir sprechen heute über die NAJU, das ist die Jugendorganisation des LBV. Die gibt es bereits seit 1984. Was genau macht die NAJU denn? Magst du das unseren HörerInnen mal kurz ein bisschen vorstellen? Hi Steffi, ja, das mache ich gerne. Genau, also wie gesagt, wir sind die Naturschutzjugend, die Jugendorganisation vom LBV. Wir haben so ungefähr 12.000 Mitglieder der LBV. Insgesamt 100.000, 12.000 davon gehören also zur NAJU. Und das ist recht vielfältig, was man bei uns machen kann. Also es gibt immer auf der Ortsebene gibt es regionale Gruppen, Kinder- und Jugendgruppen. Tatsächlich eher Kindergruppen, also da haben wir in Bayern 130 ungefähr. Und man kann sich dann eben aber auch auf Landesebene engagieren. Also da haben wir verschiedene Arbeitskreise, die dann hauptsächlich für Jugendliche gedacht sind. So ab 13, 14 ungefähr stehen die den Leuten offen. Und genau, also mit dem einen Arbeitskreis schreiben wir eine Zeitschrift zu verschiedenen Naturschutzthemen. In einem anderen Arbeitskreis, das ist der AK Kiwi, der kümmert sich so um Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Und der hat auch einen eigenen Podcast, da kann man eben auch immer schön mitmachen. Dann haben wir den AK Camp, die organisieren im Prinzip ein Sommercamp für andere Jugendliche. Und den AK Pflegeeinsatz, wo man tatsächlich aktiv rausgeht und Naturschutzpflegeeinsätze macht, also Wiesen zusammenrecht und senzt oder so. Mhm. Und man kann aber auch, wenn man jetzt noch ein bisschen jünger ist, man kann auch auf die Freizeiten kommen. Also wir haben ganz viele Freizeiten für Kinder und auch für Jugendliche und daran einfach teilnehmen, meistens über ein Wochenende. Jetzt hast du schon gesagt, dass eben ein wichtiger Bestandteil der NAJU eben diese Kinder- und Jugendgruppen sind, die sich dann ja einfach ein- bis viermal im Monat treffen und dann eben Gruppenstunden haben. Was unternehmen diese Gruppen denn genau? Also fast immer geht's raus. Es geht hauptsächlich darum, in der Natur zu sein, Spaß an der Natur zu haben. Aber man schaut sich eben auch dann zum Teil mal Lebensräume an, also geht keschern, also um halt so die Landschaft Teich kennenzulernen. Oder kann auch mal so Ausflüge machen, wie zum Beispiel zur Vogelauffangstation. Oder man spielt halt draußen und beobachtet einfach ein bisschen die Natur. Wie bist du denn dann selbst zur NAJU gekommen? Wann fing deine NAJU-Laufbahn? Also ich bin über die Freizeiten gekommen. Da war ich so 9 oder 10 Jahre. Und also ich wollte klettern gehen damals. Und meine Eltern haben dann so ein bisschen gesucht. Und meine kleine Schwester war davor schon mal auf einer anderen NAJU-Freizeit. Und dann haben die halt gesehen, ja, die NAJU bietet auch ein Klettern-Freizeit an. Halt mit einem gewissen Naturschutzaspekt natürlich drin, weil Felsenklettern ist ja auch immer ein bisschen kritisch so. Und dann hat es meinen Eltern halt ganz gut gefallen, dass man da draußen am Fels klettern kann, ohne halt irgendwie der Natur zu schaden. Und dann war ich da auf jeden Fall auf dieser Kletterfreizeit.
Und dann habe ich dort meine Regenjacke vergessen und die Nayo hat mir die Regenjacke dann wieder zurückgeschickt und strategisch schlau so einen Flyer beigelegt mit weiteren Veranstaltungen. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, da und da und da will ich auch hinfahren. Wenn man Mitglied bei uns ist, dann kriegt man immer ein bisschen Rabatt auf die Freizeiten. Und dann meinten meine Eltern halt, okay, dann werden wir jetzt Mitglied. Dann lohnt sich's immerhin. Außerdem fanden sie das, glaube ich, ganz nett, dass sie uns die Regenjacke so nett geschickt haben. Und dann war ich also immer bei den Freizeiten dabei. Dann so mit 14, 15 mal ein bisschen weniger. Da hatten dann andere Sachen Priorität. Aber dann habe ich eben Abi gemacht und wusste nicht so recht, was ich danach machen möchte. Und habe dann mich zu einem Bundesfreiwilligendienst entschlossen. Und den habe ich dann auch tatsächlich bei der NAJU gemacht. Das ist übrigens auch noch eine Engagementmöglichkeit, die man bei uns hat. Man kann sich also ein Jahr nach der Schule oder bis man 27 ist, ehrenamtlich im Bundesfreiwilligendienst engagieren. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es so richtig los. Ja, das ist eben auch eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben, weil ich habe auch ein Jahr lang Bundesfreiwilligendienst in der NAJU gemacht. Ja. Und fand es eben auch total schön, weil man ja lernt viele Menschen kennen, man kommt raus, so direkt nach dem Abi macht man irgendwie praktisch ganz viel, kommt auch ein bisschen durch Bayern oder teilweise auch über die Bildungstage, die man dann auch im Rahmen des BFD machen muss, kann man auch, wir waren dann an der Ostsee und haben da quasi ein Kranichseminar gehabt und so, also man erlebt da auf jeden Fall was. Wie hast du denn dein BFD erlebt, wie hat dir das gefallen? Also für mich war es halt total schön. Ich konnte ausziehen, also die NAJU hat mir eine Wohnung gestellt. Das war für mich irgendwie in dem Moment super, super toll, dass ich einfach, ja, es war ja irgendwie schon betreuter oder geschützter Bereich, aber ich konnte halt von meinen Eltern aus ausziehen, auch wenn es nur von Nürnberg nach Hilpoltstein war das irgendwie für mich ein ganz toller Schritt so in die Selbstständigkeit so. Und dann war halt mega cool, dass ich quasi immer am Wochenende ich musste relativ viel am Wochenende arbeiten, aber da waren halt eben diese Jugendarbeitskreise. Also da sind dann andere Jugendliche in meinem Alter aus ganz Bayern angefahren gekommen und dann haben wir halt irgendwelche Projekte gemacht und das war halt auch immer eine Mordsgaudi. Und dafür konnte ich dann immer unter der Woche frei nehmen. Aber ja, also diese Arbeitskreisatmosphäre hat mir einfach total gefallen. 15 bis 20 junge Leute auf einer Isomatte, alle in einem Raum. Also nicht auf einer Isomatte, aber alle auf ihren eigenen Isomatten in einem Raum. Genau, und ich hatte einen total netten Mitbufti, also bei der NAJU gibt es immer zwei und das war halt irgendwie auch sehr cool. Genau, ich habe mich in dem Jahr dann auch verliebt, also ich habe da meinen Freund kennengelernt, den ich jetzt auch heirate tatsächlich. Also die NAJU ist voll die Partnerbörse auch irgendwie, ich kenne so viele Leute, die sich da kennengelernt haben darüber. Haben schon immer gewitzelt, dass wir mal das Camp so bewerben sollten. Du bist einsam und allein, komm zur NAJU. Ja, schön, wenn sich dann auch sowas daraus entwickelt. In welchen Bereichen engagierst du dich denn dann jetzt noch bei der NAJU? Ja, also ich würde so sagen, so meine alleraktiveste Zeit habe ich schon hinter mir. Nach dem BFD war ich dann in der Landesjugendleitung, also das ist der Jugendvorstand vom Verein, der im Prinzip so die strategischen Entscheidungen trifft. Da bin ich jetzt nicht mehr dabei. Das hat sich dann einfach zeitlich nicht mehr ausgegangen, weil ich dann irgendwann Bachelorarbeit geschrieben habe und so. Was macht man so in der Landesjugendleitung? Also was waren da deine Aufgaben? Man richtet im Prinzip den Verband strategisch aus und trifft so die größeren Entscheidungen, wie es weitergehen soll. Wir haben zum Beispiel irgendwann beschlossen, dass wir das Kinderzeltlager wiederbeleben wollen. Also die NAJU hatte ganz lang ein Familienzeltlager, dann gab es nur noch ein Jugendzeltlager und dann haben wir beschlossen, es soll jetzt neben dem Jugendzeltlager auch wieder ein Kinderzeltlager geben. Das war eine relativ große Sache zum Beispiel. Aber es gibt auch trocknere Sachen. Also wir haben uns auch über die Fahrtkostenabrechnungsrichtlinie Gedanken gemacht. Und natürlich war auch ein großer Anteil tatsächlich sich mit dem Personal von der NAJU, also die hat 4 hauptamtliche Mitarbeiter und 2 Buftis, dass man irgendwie mit dem Jugendbüro dort gut zusammenarbeitet und kommuniziert und da auch in die Personalarbeit eben eingebunden ist. Aber es ist halt schon relativ zeitaufwendig, deswegen habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Achso, was mache ich jetzt, war noch die Frage, ne? Genau, also jetzt bin ich noch beim AK Nestflüchter, das ist der AK, der die Zeitschrift macht, aktiv und ein bisschen im AK Kiwi, der eben für die Werbung und für den ganzen Internetauftritt verantwortlich ist, genau. Mhm. Und nebenbei mache ich noch, also einmal im Jahr mache ich eine Freizeit zum Thema Greifvögel. Ah, cool. Wo findet die statt oder was kann man da erleben? Ah ja, die ist in Regenstauf,
in der Nähe. Da gibt es ja eine ganz große Greifvogel-Auffangstation. Die besuchen wir natürlich immer und dann ein Naturschutzgebiet in der Nähe, weil da brütet immer regelmäßig jedes Jahr ein Fischadler und den kann man da sehen normalerweise, wenn es klappt. Und auch andere Wasser- und Greifvögel. Ja, diese Freizeiten sind wahrscheinlich ein ganz guter erster Schritt, die Nahe ein bisschen kennenzulernen und da reinzuschnuppern. Also hast du jetzt ja auch selber schon beschrieben, dass es auch über das Kletterseminar bei dir so war. Ihr habt da immer ein sehr vielseitiges Jahresprogramm. Welche Aktivitäten und Freizeiten bietet ihr da denn so an? Was sind da vielleicht so Highlights unterm Jahr? Also generell teilt sich so ein bisschen auf in die Freizeiten für Leute, die schon wirklich so Artenkenntnis haben oder sich da verbessern wollen oder mehr lernen wollen, wie halt zum Beispiel das Greifvogelcamp oder wir haben immer eins zu Eulen oder zu Singvögeln. Da ist dann eher so ein bisschen ornithologischer, also da lernt man dann eher was. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Freizeiten, die mehr so auf den Freizeitaspekt eingehen, wie Kanu fahren oder klettern, ja, wo es dann eher darum geht, dass man draußen in der Natur ist und was erlebt. Aber trotzdem haben die ja auch einen Umweltschutzaspekt. Also wie gesagt, ich bin erstmal übers Kletterseminar gekommen. Da habe ich mich eigentlich noch nicht so besonders für Vögel interessiert. Also es ist eigentlich ganz lustig. Ich bin seit 13 Jahren ungefähr jetzt im Verein, aber so richtig für Vögel oder den Artenschutz interessieren tue ich mich seit vielleicht 3, also so ungefähr seit dem Volksbegehren tatsächlich, würde ich sagen, dem Volksbegehren Artenvielfalt. Da hat es auch so ungefähr angefangen und da denke ich mal, sieht man dann schon, also wir werden manchmal so ein bisschen von den Hardcore-Ornithologen ein bisschen verspottet, von wegen, ah ja, ihr mit euren Indianer-Freizeiten, das hat ja keinen Wert. Doch, es hat tatsächlich Wert, also das kann auch der Einstieg in ein Interesse am Vogel- und Umweltschutz sein tatsächlich. Auch wenn man es erstmal vielleicht nicht so wahrnimmt, wenn man erstmal sich nur freut, dass man da coole Leute trifft und klettern geht, kann das tatsächlich einen doch dazu führen, dass man sich am Ende für Vogel- und Naturschutz interessiert. Ja, wenn du sagst, das hat bei dir jetzt ein bisschen gedauert oder es ist erst so seit 3 Jahren, wir sprechen eigentlich relativ oft hier im Podcast über Artenkenntnis und merkst du dann auch, dass sich dein Artenwissen über die Jahre verändert oder verbessert hat? Ja, absolut. Also gerade, das ist ganz lustig, mit dieser Greifvogelfreizeit, die ist ja eigentlich für Kinder zwischen 8 und 14, da lerne ich eigentlich immer selber auch am meisten, habe ich so den Eindruck. Also doch, total. Also am Anfang, ich meine, ich kannte schon immer so die gängigen Gartenvögel und fand das schon auch so ganz interessant. Aber das merke ich jetzt schon, dass es mich mehr interessiert, dass ich, wenn ich rausgehe, jetzt halt manchmal ein Fernglas oder eine Kamera mitnehme. Ich finde, das macht auch mit dem Fotografieren, macht mir halt gerade auch immer viel Spaß, dass man dann guckt, was ist da und dann macht man ein Foto. Oder dass ich mal ins Bestimmungsbuch reinschaue, wenn ich einen Vogel sehe, den ich noch nicht kenne. Also da hat sich schon die Artenkenntnis bei mir erweitert, dass ich jetzt halt nicht nur Rotkehlchen und Amsel kenne, sondern zumindest auch mal die Goldammer und den Kleiber. Also ich bin jetzt kein so ein Crack wie viele andere im LBV, aber ich würde sagen, ich bin deutlich interessierter und weiß schon auch mehr inzwischen. Sollten junge Menschen dann ja auch mehr Arten kennen? Also das wäre natürlich schön. Ich meine, ich finde das ganz krass. Wir hatten das uns mal angeschaut, weil da gab es so eine Studie, dass irgendwie die durchschnittlichen Menschen in Deutschland, ich glaube, 5 oder 6 Vogelarten kennen. Ja, es geht sehr, sehr stark zurück. Also es gab eben eine Studie mit den bayerischen Schülern, aber auch mit der bayerischen Bevölkerung, mit dem mittleren Durchschnittsalter. Und also es nimmt einfach wirklich ab. Also klar, sowas wie Sperling, da tun sich auch viele schwer, das irgendwie auseinanderzuhalten. Aber ja, man merkt einfach, dass es rückläufig ist. Ja. Und das finde ich halt schon schwierig, weil halt auch sehr, sehr viel Wissen einfach verloren geht. Also wenn man manchmal mit so, ich sage jetzt mal, älteren Herrschaften vom LBV rausgeht, das ist ja auch der Wahnsinn, was die einfach wissen. Also die hören da Trilli-Tri, Trilli-Tri und dann sagen sie dir, ah ja, das ist der und der Vogel. Und zwar nicht nur die Gattung, sondern auch die Unterart im Prinzip, ja. Also und das ist ja auch Wissen, was dann irgendwo nicht mehr da ist. Ich meine, bei den Vögeln geht es noch irgendwie. Aber zum Beispiel, ich habe auch viel Kontakt so mit Leuten im Obstbau. Und da ist das Wissen auch nicht aufgeschrieben. Also ich meine, bei den Vögeln, da gibt es immerhin häufig noch gute Führer, gute Arten,
Bestimmungsbücher und auch die Vogelstimmen kann man häufig zum Beispiel im Internet nachhören, aber zum Beispiel im Obstbau, das ist überhaupt nicht dokumentiert. Also wenn diese älteren Leute, die da noch viel, viel Wissen haben, wenn die mal irgendwann nicht mehr sein sollten, dann ist das Wissen weg. Und ja, gerade im Obstbau oder im Streuobstbau, da dauert ja auch eine neue Forschung, wenn man sowas wieder rausfinden will, dauert ja 70, 80 Jahre, weil ein Apfelbaum oder eine Generation Apfelbäume, die steht halt 40 Jahre oder so. Und also deswegen finde ich das schon bedenklich, dass einfach uns so viel Wissen verloren gehen wird in den nächsten Jahren. Und da sind wir natürlich, oder hoffen wir, einen Beitrag zu leisten, dass das nicht passiert oder nicht in dem Ausmaße. Ja, und wir haben ja dann auch immer das ja wichtigste Motto im Naturschutz: nur das, was man kennt, kann man auch schützen. Also das ist ja auch noch ein Riesenaspekt, dass diese Artenkenntnis ja auch was bringt, um dann eben die Natur zu schützen. Ja. Hast du denn eine Lieblingsvogelart mittlerweile? Ui, eine Lieblingsvogelart, das ist schwierig. Also was halt schön ist, meine Eltern haben einen großen Garten ein bisschen außerhalb von Nürnberg. Und was da immer mal rumschwirrt, das sind so zwei Goldammern. Also das scheint ein Pärchen zu sein, also eine weiblich und eine männlich. Und die waren am Anfang unglaublich scheu. Und inzwischen kommen die auch an die Futterstelle und stören sich überhaupt nicht mehr dran, dass wir da sind. Und die zwei mag ich schon sehr gerne. Schön. Ja, was bedeutet das dann für dich persönlich, die Natur zu erleben? Schwierige Frage. Ja, also für mich ist das schon irgendwo das draußen sein einfach, aber ein bisschen bewusster gucken. Also ich finde das schon schön, wenn man sich halt so ein bisschen ornithologisch betätigt, auch wenn es jetzt nicht, auch wenn man jetzt keine besonderen Arten sieht, man schaut halt einfach ganz bewusst hin und nimmt seine Umgebung wahr und scannt die so ein bisschen ab. Ist da ein Vogel? Was ist da für ein Vogel? Und schaut sich das bewusst an. Aber es ist für mich tatsächlich auch einfach dieses Draußensein, auch wenn es mit dem Kanu ist oder beim Spazierengehen oder so, einfach ein bisschen bewusst hinschauen und wahrnehmen und sich halt auch ein bisschen Zeit nehmen, weil so im Alltagsstress man das vielleicht häufig nicht schafft. Und wenn ich draußen bin, dann nehme ich mir auch manchmal ganz bewusst Zeit zum Nix-Tun. Deswegen sind wahrscheinlich auch die NAJU-Freizeiten so ideal, weil man dann wirklich so einen festen Termin hat, die Natur zu erleben, zusammen mit anderen. Man lernt was dabei, man hat Spaß dabei. Was war denn deine schönste NAJU-Freizeit? Meine schönste NAJU-Freizeit? Was cool war das Camp 2016. Das war im Jahr, bevor ich Bufti wurde. Und da war ich vielleicht das fünfte oder sechste Mal am Camp und es war so wirklich wie Heimkommen. Also man kannte irgendwie schon alle Leute, weil halt viele mehrere Jahre in Folge gekommen sind und es hatte auch so ein cooles Motto, also das war Move It, man sollte sich also bewegen und wir haben jeden Tag eine andere Aktion irgendwo gemacht. Also einmal waren wir Fahrradfahren, Kanufahren, dann haben wir einen Pflegeeinsatz eben gemacht, eine Wiese abgerecht, wo Orchideen gewachsen sind. Und das war irgendwie aber so cool, weil wir da schon so eine Gemeinschaft waren und ich einfach in dem Jahr das erste Mal so das Gefühl hatte, dieses Nachhausekommen. Und das war natürlich auch für mich eine ganz besondere Zeit, weil ich da gerade Abi gemacht hatte und so dieses Freiheitsgefühl. Und dann war es für mich aber auch noch ganz besonders schön, dieses Jahr fand jetzt erstmalig wieder die Greifvogelfreizeit statt nach 3 Jahren, wo sie jetzt ausgefallen ist wegen Corona und irgendwie das hat mir so viel Spaß gemacht, einfach wieder 20 Kinder, die haben gebrüllt, die haben Lärm gemacht, aber sie waren halt einfach lustig und nett und freundlich und dann waren wir da bei der Greifvogelstation und haben im Naturschutzgebiet geguckt und so und es war einfach irgendwie wieder total schön, dass das jetzt wieder möglich ist und alles wieder anläuft und auch weiterhin funktioniert und das war einfach so schön, weil es wieder so ein Neuanfang war irgendwie nach diesen Corona-Jahren, nach diesen nervigen. Ja, das glaube ich. Das kann ich sehr verstehen. Wenn ich jetzt quasi auf ein paar Freizeiten war und sozusagen ein bisschen Blut geleckt habe und mich auch ehrenamtlich bei der NAJU engagieren möchte, brauche ich dafür irgendwelche Vorkenntnisse, wenn ich da aktiv werden möchte? Also muss ich schon zum Beispiel viel Vogelartenwissen haben? Nein. Also man braucht eigentlich gar keine Vorkenntnisse im Naturschutz. Man sollte halt vielleicht ein bisschen bereit sein, dann sich auch ein bisschen damit zu befassen oder zu beschäftigen. Aber zum Beispiel der Jakob, mein Freund, der auch lange Vorstand war,
der kam eigentlich auch dazu und hat dann die komplette Technik bei der NAJU aufgeräumt, sag ich jetzt mal. Also der hat eigentlich hauptsächlich in seinem Ehrenamt, oder der hat viel in seinem Ehrenamt programmiert und kümmert sich jetzt zum Beispiel beim Podcast komplett um die Technik. Inzwischen ist er auch ein bisschen vogelinteressierter und kennt sich mehr aus, aber das war auch ganz lange nicht. Und das sind ja trotzdem total wertvolle Ehrenamtliche dann auch. Genau, also wenn man sich zum Beispiel auch technisch interessiert oder wenn man gern Fotos macht oder wenn man gern Layoutet, zeichnet, Artikel schreibt für Nestflüchter, wenn man sich vielleicht, wenn man einfach Lust hat, mal in so einem Podcast mitzumachen, das geht alles auch ohne große Artenkenntnis. Man sollte halt einfach ein bisschen Lust haben, trotzdem auch auf Naturschutz und sich vielleicht so ein bisschen generell mit der Einstellung von wir machen was Gutes für die Natur identifizieren. Aber sonst kann man eben auch einfach kommen zu den Arbeitskreisen, die sind auch kostenlos, man kriegt auch Fahrtkosten erstattet sogar. Kleiner Werbeblock am Rande. Na klar. Dann auch gerne direkt nochmal zu den Arbeitskreisen. Du hast ein paar jetzt schon erwähnt. Also es gibt eben zum Beispiel den AK Nestflüchter. Also der Nestflüchter ist die Jahreszeitschrift der NAJU. Da schreiben Jugendliche Artikel zu Naturschutzthemen für andere Jugendliche. Wie entsteht denn dieses Magazin? Ja, also wir treffen uns 2 oder 3 Mal im Jahr an Wochenenden. Und das erste, das war jetzt im April irgendwann. Und da schauen wir dann halt, welches Thema möchten wir bearbeiten. Also wir bearbeiten immer ein großes Naturschutzthema und dann überlegen wir halt, welche Artikel würden denn dazu passen, in welcher Reihenfolge würden die Artikel auch irgendwann Sinn machen, wie viele Seiten sollen die haben und erstellen da eben so einen Seitenplan. Und dann verteilen wir eben die Artikel nach diesem Wochenende und dann nimmt jeder einen oder vielleicht auch 2 Artikel mit nach Hause zum Schreiben. Und dann machen wir 2 Wochenenden im Prinzip, wo die Korrektur gelesen werden und wo man dann nochmal Feedback an die Autoren gibt, von wegen, diesen Aspekt fand ich jetzt vielleicht nicht so spannend, denk doch da nochmal drüber nach oder diesen Absatz habe ich nicht verstanden. Dann geht das eben nochmal an die Autoren und Autorinnen zurück. Dann haben die nochmal die Möglichkeit zu verbessern und dann beim dritten AK wird es dann wirklich komplett auf Sprache und Rechtschreibung und zur Korrektur gelesen, auch alles von Ehrenamtlichen und dann suchen wir noch Bilder dafür raus, die irgendwie die Artikel passend illustrieren und dann geht es an einen Grafiker, also die Grafik wird extern gemacht und dann wird es eben gelayoutet und gedruckt. Das ist bestimmt ein tolles Gefühl, wenn man dann am Ende diese Zeitschrift in der Hand halten kann. Klingt so einfach, wenn man das mal zusammenfasst, aber es ist dann doch immer recht viel Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann gibt es noch den AK Kiwi. Ich schätze mal, da geht es nicht direkt um das Obst. Du hast es, glaube ich, vorhin schon ein bisschen umschrieben. Genau, was macht ihr denn da? Was gibt es da für Projekte? Ja, also Kiwi, das ist so ein Akronym. Moment, es steht für Kommunikation, Information, Werbung und Internet. Genau, also dieses Akakiwi-Team, das konzipiert eben den kompletten Werbeauftritt im Prinzip von der NAJU und da war schon alles dabei. Also wir haben schon Flyer entworfen und umgestaltet oder wir haben auch schon Liegestühle gestaltet, weil irgendwer bei der NAJU Liegestühle brauchte. Es geht eben auch immer viel um die Website. Wie präsentieren wir eben die NAJU nach außen? Was sind relevante Infos, die vielleicht Jugendliche oder Eltern von uns brauchen, damit sie sich für die Freizeiten anmelden? Und wir machen eben jetzt als neueres Projekt auch den Podcast. Ja, den gibt es seit letztem Jahr, euren eigenen Podcast, den Biotopcast. Und da bist du eine von 2 Moderatorinnen von diesem Format. Und welche Themen erwarten uns denn in diesem Podcast? Ja, genau. Also das sind klassische Arten- und Umweltschutz- oder Naturschutzthemen. Also wir hatten schon einen zum Bartgeier oder zum Weißstor, also zu Vögeln. Aber wie ich mal irgendwem gesagt habe, wir machen nicht nur Vögel, wir kümmern uns auch um Fledermäuse. Nee, also tatsächlich war die letzte Folge zur großen Hufeisennase. Da gibt es ja vom LBV so ein Fledermaushaus in der Nähe von Amberg. Und da sind wir dann auch hingefahren, haben uns das alles angeschaut und dann haben wir eben den Rudi Leitl, der ja da halt maßgeblich dran beteiligt war, interviewt, wie das eben so ablief mit dieser Fledermausart. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten? Ja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen aus Corona auch ergeben. Da haben ja ganz viele Leute irgendwie angefangen, Podcasts zu machen, weil
einfach Präsenztreffen nicht mehr möglich waren und wir uns halt auch überlegt haben, wie können wir jetzt Leute erreichen, obwohl keine Präsenz möglich ist. Also wie können wir die daheim erreichen? Und da kam dann eben auch die Idee mit dem Podcast auf. Es hat dann aber mit der Umsetzung tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis dann wieder sogar eigentlich auch Präsenztreffen möglich waren. Wir haben auch die Podcasts alle in Präsenz gemacht, dann tatsächlich. Aber wir hoffen natürlich, dass wir trotzdem noch ein paar Leute daheim erreichen. Wie groß ist denn dann euer Team hinter dem Biotopcast und wie produziert ihr so die Folgen? Das würde mich natürlich auch interessieren. Ja, also jetzt beim letzten Wochenende waren wir 7 Leute und wir haben dann immer so ein kleines Technikteam, sage ich mal. Also das sind hauptsächlich Jakob und Tobi, also 2 Jungs, die sich da halt interessieren. Die kümmern sich eigentlich fast das ganze Wochenende um die Technik. Also vorher schauen sie, wie baut man es auf, nachher schauen sie, wie schneidet man es und wie kriegt man das dann auf die Plattformen, also Spotify, Deezer, Website. Und dann haben wir eben noch ein Team, das beschäftigt sich dann meistens so ein bisschen mehr mit dem Inhaltlichen, also welche Aspekte am Thema sind interessant, welche Fragen könnte man dann dazu dem Referenten auch stellen. Ja, arbeiten da halt irgendwie so einen roten Faden aus, der dann für den Podcast hoffentlich ganz gut passt. Also meistens läuft es bei uns über ein Wochenende. Also wir produzieren tatsächlich an einem Wochenende eine Folge Podcast. Und dann meistens schauen wir uns Freitagabend halt das Thema an. Da ist dann auch das Technikteam noch dabei. Und dann irgendwann so Samstagnachmittag nehmen wir dann meistens die Folgen auf. Die Theresa und ich, wir sitzen dann halt drin und befragen den Referenten. Und dann, genau, und dann wird er eben noch geschnitten und hochgeladen. Ja. Genau, aber weil ich jetzt gesagt habe, wir waren zu 7, wir freuen uns natürlich immer über Zuwachs, also ein bisschen mehr Leute schaden natürlich nie und man kann wirklich einfach mitmachen, wenn man Lust hat. Schön, ja. Und es ist auch schön zu sehen, dass man ganz verschieden sich einbringen kann. Also man kann recherchieren, man kann es moderieren, das, was du jetzt übernimmst, oder man kann auch die Technik und den Schnitt dahinter machen, also sehr, sehr spannend. Vielleicht haben wir auch schon ein paar Leute neugierig gemacht, da gerne mal reinzuhören. Genau, gibt es wie gesagt auf den Plattformen, die du genannt hast. Warum sollte man denn mal reinhören? Was ist denn so besonders am Biotopcast? Ja, ich glaube tatsächlich so ein bisschen die Themen, also weil es gibt ja ganz viele Podcasts, die sich irgendwie mit Nachhaltigkeit, wie lebe ich plastikfreier oder wie lebe ich mit einer anderen Ernährung oder so beschäftigen. Und wir sind halt schon sehr auf diesen Artenschutzaspekt drauf, wo es tatsächlich nicht so viele Podcasts in dem Bereich gibt. Also es gibt euch und es gibt uns, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, ihr seid ja eher nochmal für eine erwachsenere Zielgruppe und unsere ist schon eher so für Kinder ab 10 auch gedacht. Dann gibt es auch noch den Arbeitskreis, der das Camp organisiert, also so ja mit die wichtigste Veranstaltung vielleicht im NAJU-Jahr, also eben das große Zeltlager im Sommer. Wann warst du denn zum ersten Mal auf einem NAJU-Camp, weißt du das noch? Das war 2012, da war ich glaube ich 13, ja. Das war damals mit dem Thema Essen. Mhm. Das hat mir natürlich zugesagt. Nein, Scherz. Aber das war eigentlich sehr cool. Und der Arbeitskreis, der organisiert da halt immer so inhaltliche Workshops oder Ausflüge. Aber es gibt auch immer Zeit für Kreativprojekte oder eher so spaßigere Workshops. Also zum Beispiel hatten wir mal ein Camp zum Thema Verkehr und da war dann eine Aktion, dass wir lustige Wassergefährte gebaut haben und damit über den See geschippert und reingefallen sind. Ja, das geht eben über eine Woche, ist immer zu einem gewissen Thema und am Ende gibt es eine Party. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer Lagerfeuer und Gitarre und eben Zeltlagerleben, alles, was so dazugehört. Und gutes Essen. Das kann ich bestätigen. Ich war ja auch einmal dabei in meinem BFD-Jahr und ich fand es wirklich total faszinierend, wie man draußen, also unter den Bedingungen, für so viele junge Leute, die echt viel Hunger haben, so lecker kochen kann. Dieses Jahr findet das Camp vom 14. bis zum 19. August statt in Gunzenhausen, also im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Ja, was ist denn das Motto in diesem Jahr? Um welches Thema dreht es sich denn? Es geht um Landwirtschaft und das Motto ist von lila Kühen und Erdbeeren im Winter. Es geht um regionale Landwirtschaft, um Biolandwirtschaft und Begleitmaßnahmen. Deswegen war eben auch die Idee, mal den Podcast zu dem Thema zu machen. Wir hatten auch mal überlegt, tatsächlich eine Podcast-Folge am Camp aufzunehmen, um vielleicht so ein bisschen neue Leute für den Podcast zu akquirieren. Was ist für dich denn das Schönste an diesem großen Zeltlager?
Ich glaube einfach, dass so viele Leute da sind, die irgendwie so eine ähnliche Einstellung haben wie man selbst. Also ich weiß nicht, zum Teil war ich manchmal ein bisschen allein so mit meinen Umweltschutzthemen, so in meinen anderen Freundeskreisen, so in der Schule oder im Orchester oder so. Da war jetzt eher weniger Begeisterung für Vögel, für Naturschutz oder Ähnliches da oder sich generell auch mal Gedanken zu machen über Ernährung oder Biolandwirtschaft oder so. Und das habe ich einfach sehr genossen, dass da viele coole Leute mit irgendwie einer ähnlichen Lebenseinstellung waren und natürlich so ein bisschen dieses Zeltlager-Lotterleben, dass man abends ewig am Lagerfeuer versackt mit lustigen Leuten und guten Gesprächen und sich dann halt in sein Zelt einrollt. Ja, und es gab dann natürlich auch immer so unvergessene Momente, wo du dir in dem Moment denkst, oh Gott, was tun wir jetzt? Also bei einem Vorbereitungswochenende sind uns einfach die Zelte vollgelaufen. Also zwei von drei Zelten sind vollgelaufen und du denkst dir einfach nur so, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Alles nass. Aber dann sind es halt am Ende doch immer lustige Aktionen irgendwie. Dann haben wir irgendeine Aktive angerufen, die in der Nähe gewohnt hat und sind bei der eingefallen. Ja, jetzt ist das Camp, hast du ja auch schon so ein bisschen beschrieben, ja schon eine Freizeit. Es geht viel um Spaß und um das soziale Miteinander. Und es ist ja weniger eine direkte Naturschutzmaßnahme oder so. Was bringt es vielleicht trotzdem der Natur, wenn ihr da gemeinsam am Lagerfeuer sitzt? Also erstmal ist das natürlich schon eine sehr nachhaltige Art, Urlaub zu machen. Also wenn man immer so in die CO2-Rechner eingibt, was kostet eine Hotelübernachtung an CO2 oder eine Autofahrt, dann ist das natürlich eine sehr nachhaltige Alternative, wenn man dort im Zelt schläft und selbst mit Bio-Lebensmitteln kocht und halt auf diese Art Urlaub macht. Man kann auch immer mit der Bahn anreisen und wird dann da halt von uns vom Bahnhof abgeholt. Aber natürlich kann das auch einfach ein bisschen Begeisterung wecken. Also wie es halt bei mir war, erst habe ich mich fürs Klettern interessiert, dann war ich 10 Jahre am, naja, so lang nicht, aber 5 Jahre am Sommercamp, ohne mich eigentlich so richtig für Vogel- und Umweltschutz zu interessieren. Aber irgendwie kommt man dann halt, man beschäftigt sich dann doch immer auf diesen Veranstaltungen mit den Themen. Und dann kommt auch irgendwann die Begeisterung, weil wenn dann alle sagen, wow, ich hab in diesem Jahr so und so viele Vögel gesehen oder diese und jene Art gesehen, dann weckt das auch ein Stück weit Ehrgeiz, habe ich immer so den Eindruck. Oder man hat dann halt einfach auch das Umweltschutzumfeld und wird dadurch ja trotzdem sensibilisiert für verschiedene Umweltschutzthemen. Wir haben ja zu Anfang schon gesagt, dass die NAJU quasi die Jugendorganisation des LBV ist. Würdest du es dann so sehen, dass sie einfach ein kleinerer, jüngerer LBV ist? Oder gibt es da vielleicht doch deutliche Unterschiede? Ja, also es gibt schon Unterschiede. Es gibt auch manchmal so ein bisschen Reibereien oder Grabenkämpfe mit dem LBV. Ich denke, das gibt es bei jeder Organisation, Jugendorganisation, mit die eine Erwachsenenorganisation dabei hat. Ich habe es vorhin schon mal angerissen, manche LBVler werfen uns immer vor, ihr mit euren Indianerspielchen oder Wasserfahrzeuge bauen und über den See paddeln, das hat ja keinen Wert. Wir finden halt schon, dass die Umweltbildung einen hohen Wert hat und dass es eben auch indirekt sein darf. Also nicht jedes achtjährige Kind sagt, ja, ich gehe jetzt raus und schaue mir Singvögel an. Also das ist einfach die Ausnahme und mit diesen Spaßfreizeiten erreicht man auch einfach noch mal viel mehr Leute. Aber viele im LBV sehen das inzwischen schon auch so. Und wir haben eigentlich schon daher auch eine gute Zusammenarbeit häufig im LBV. Also wir nehmen die zum Beispiel dann auch gerne her als Referenten. Also zum Beispiel bei unserer Greifvogelfreizeit haben wir dann immer echt Experten vom LBV da, weil ich das auch einfach nicht leisten könnte. Wenn mich die Kids fragen, ja, was singt denn da? Dann sage ich, ja, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir gerne die Leute vom LBV auch dabei, die sagen, ja, ich weiß es schon. Und da ist dann schon immer eine gute Zusammenarbeit. Super, so soll es sein. Junge Menschen sind ja in den vergangenen Jahren einfach ein bisschen politisch aktiver geworden. Also ich habe zumindest so die Wahrnehmung. Also ein ganz klares Beispiel dafür ist Fridays for Future. Also junge Menschen, die auf die Straße gehen, um was gegen die Klimakrise zu bewirken und für eine nachhaltigere Zukunft zu kämpfen. Was würdest du denn sagen, wie politisch die NAJU ist? Also es gibt sicherlich politischere Organisationen als die NAJU, das ist auf jeden Fall klar.
Wenn so wichtige Themen dabei sind wie das Volksbegehren Artenvielfalt oder so, da machen wir natürlich mit und da hängen wir auch unsere Kräfte rein und bemühen uns. Aber zum Beispiel ziviler Ungehorsam, das macht die NAJU eigentlich nicht. Da sind wir nicht dabei. Das sind nicht unsere Leute im Prinzip. Ja, wir versuchen einfach so ein bisschen mehr auf Evolution als Revolution zu setzen. Das kann man vielleicht so ein bisschen sagen. Also wir versuchen halt die Leute zu bilden und zu sensibilisieren und dadurch irgendwie eine Veränderung im Verhalten zu erwirken. Das ist eher so unser Weg. Es braucht natürlich vielleicht auch den Radikalen oder den politischen oder den Weg über Demonstrationen. Es ist halt nicht so sehr das, was wir machen tatsächlich. Ihr bewirkt dann halt wahrscheinlich einfach auf einer anderen Ebene was, oder? Das hoffen wir natürlich. Also, dass wir irgendwie durch diesen Bildungsaspekt halt zu Verhaltensänderungen beitragen können. Was wünschst du dir denn für die Zukunft unserer Umwelt und Natur? Also ich wünsche mir natürlich einfach eine intakte Natur mit intakten Lebensräumen und vielen Arten, die auch überleben. Und vor allem hoffe ich, dass uns der Klimawandel nicht so überrollt. Also natürlich zum einen für uns Menschen hier, aber natürlich auch für die Arten. Also es täte mir einfach leid, wenn der große Brachvogel aus dem Landschaftsbild verschwindet komplett. Aber es ist natürlich auch was Egoistisches. Also zum Beispiel bin ich halt ganz viel im Garten, den meine Eltern haben und so. Und ich hoffe einfach, dass da genug Regen fällt, dass der grün bleibt oder dass halt nicht alle Bäume absterben und so. Also das ist schon auch was Egoistisches im Prinzip von mir. Weil ich halt auch glaube, dass durch diese Doppelkrise Artensterben und Klimakrise auch für den Menschen halt ganz viel verloren geht. Okay. Vielen Dank, liebe Maggie. Ja, damit wären wir auch schon beim Ende. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und, ja, danke dir. Ja, ich hoffe, wir konnten ein paar Leute für die NAJU begeistern. Entweder selber oder wenn ihr Verwandte, Bekannte, Kinder habt, die gerne die Natur in Bayern entdecken wollen, dann wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Ja, danke, Maggie. Danke auch. Ich hoffe, für euch war dieser Einblick in die NAJU genauso spannend wie für mich. Maggie und ich haben ja auch beide gesagt, dass uns besonders der Bundesfreiwilligendienst sehr gefallen und geprägt hat. Der LBV sucht aktuell noch nach Bundesfreiwilligen, die sich ab September für den Naturschutz in Bayern in einer der LBV-Umweltstationen engagieren wollen. Alle Informationen zum BFD und die offenen Stellen findet ihr unter www.lbv.de/bundesfreiwilligendienst. Der LBV-Podcast geht im August in eine kleine Sommerpause. Die nächste Folge gibt es dann wieder am ersten Donnerstag im September. Bleibt uns bis dahin treu und hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Habt einen wundervollen Sommer und bis zum nächsten Mal.